Hallo Freunde, ich bin Christian Bederath und ich begrüße euch zum bereits 19. Karate Praxis Live Online Training. Herzlich willkommen. Ich kann es kaum glauben, 19 Mal, aber ihr wisst ja, sowas sage ich am Anfang eines jeden Trainings. Hi friends, welcome to the 19th part of Karate Praxis Live Online Training. This is amazing that this is possible, and I know I mentioned this on the beginning of every training. For me, this is amazing that this has happened so far and is still going on and finds your interest in Germany and kind of all over the world. I'm pretty sure that it's not all over the world, but in several countries. And this is a good sign for a growing and connecting community for the practical martial artists. So thank you very much for sharing your time with me, and let's have some fun today. We will be training some Kihon or basic techniques and bridging distances with it. So we have long range techniques with legs and arms, and middle range and close range techniques within this class. So, also Freunde, wir werden heute in unserem Training kein spezielles Bunkai-Programm haben, sondern uns beschäftigen mit Überbrückungsideen zu Techniken. Heißt, wir machen ein bisschen Kihon, also Grundschulprogramm, Basistechniken in langen Distanzen, in mittleren Distanzen und auch in kurzen Distanzen und verbinden die miteinander. So, mal gucken. So, die ersten sind schon da. Wir haben heute, genau wie in den letzten beiden Einheiten, auch 45 Minuten Zeit, so dass ich nicht zu viel Energie und Zeit fürs Quasseln verbrauchen möchte. Das bedeutet, lasst uns relativ schnell anfangen. So, I don't want to talk too much this time, as usual, you know. And for this reason, let's get started. Have some fun. 45 minutes, as I have to leave at 6:45 today. So, have fun, enjoy, train with me, and let's see what distances we can explore today. Okay, dann lass uns mal anfangen. Und am Ende des Trainings muss ich noch auf ein Video hinweisen, denn ich muss noch ein paar Sachen loswerden zum Thema zukünftige Seminare, seien es meine oder auch die von all den anderen Menschen, die Seminare leiten möchten. Und dazu wird es ein kurzes Follow-up-Video nach diesem Video geben. So, friends, after this training, I will release a short video regarding seminars, upcoming or planned seminars, for sure mine and all the other people who plan to lead or teach seminars somewhere on the globe, and what we all can do that these seminars can take place. So, let's get started and have some fun. Gut, Freunde, fangen wir an, wie immer, mit ein bisschen Laufen. Und dann haben wir heute ein paar lange Techniken, Mitteldistanztechniken, Kurzdistanztechniken und finden dazu ein paar Übergänge und spielen heute einfach ein wenig mit unserem Karate. Das Training heute beabsichtige ich, ein Stück weit kreativ zu gestalten. Ich habe also nicht jede Minute genau geplant, so wie in den letzten Einheiten, sondern ich will jetzt gleich ein paar Dinge mit euch einfach laufen lassen und sehen, wo wir so hinkommen. So, today, it's not as usual, the whole class is prepared. I'm about to wing something to see where our today's lesson will bring us. Okay, gut, ich stelle mich quer. Okay, you see me from the side, my gaming. Okay, change your legs one by one.
Und während ihr tretet, haltet den Oberkörper bitte ruhig. Don't move your upper body too much while kicking. Don't go too much backwards or something like this. Stay and kick. Okay. And some punches. Good. Straight punches. Ja, schön. Genau so. Wie immer freue ich mich, wenn ihr nach dem Training, ja, nach dem Training, ein paar Kommentare schreibt, was euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat, Wünsche fürs nächste Training. Okay. Und haken bitte. Haken, die Hand fällt und wir heben sie wieder hoch. Ja? Nah am Körper. Urasuki, Uppercut. Ja? Das ganz eng am Körper. Ich komme noch ein Stück näher. Ganz eng am Körper. Ganz eng. Ja? Okay. Und Urasuki. Die hintere Hand bleibt am Kopf. Okay, und Kagesuki, Hook. Kagesuki und Kagesuki. Und ihr seht, you see, my body is turning 180 degrees and I work with my feet accordingly. Okay, also ihr seht, der Körper dreht sich und wir schlagen Haken, 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 Haken. Hook, 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 hook. Und kommt dabei wieder zur Null-Position zurück. Null, this is your starting position. And then throw a hook. And then throw a hook. Ja? Okay. This. And as well as with the other side, don't do it like this. And then throw the hook. The hook is just a little bit. And your body helps you to bring effort in it. Okay, und der Haken kommt um die Ecke. Ja. Sehr schön. Okay, dann wollen wir geraden Schlag machen, gefolgt von Haken, Haken, Urazuki, Urazuki, Haken und Haken. Und wieder, gerade, gerade. Urazuki, Deckung bleibt. Urazuki, Deckung bleibt. Haken, Deckung bleibt. Haken, Deckung bleibt. Okay, you see? Your backhand is always there to protect the head. Okay, one, two, three, four, five, six. And again. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Now, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wenn ihr jetzt seht, bitte macht mal weiter. Wenn ihr jetzt seht, dass wir den Körper immer ein bisschen mitnehmen, dann haben wir hier ein bisschen Körper. You see, my hip is turning a little bit. For this one, my hip moves a little bit more. For this one. And for this one, my hip moves even more. Okay, so let your belt fly. Lass den Gürtel ein bisschen fliegen und schlag mal. Kleine Hüfte mit den Tsukis. Größere Hüfte mit den Uras. Und noch eine größere Hüfte mit den Haken. Ja? Und gerade, gerade, unten, unten, Haken, Haken. Gerade, gerade, unten,
unten, Haken, Haken, gerade, gerade, unten, unten, Haken, Haken, gerade, gerade, unten, unten, Haken, Haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Okay. So, ich denke, so seht ihr was. Und wir nehmen uns ein bisschen Platz, dass wir vorgehen können mit Maigiri. Einfach, vielleicht schafft ihr das, dass ihr zwei Maigiris hinkriegt. Hopefully you can do two Maigiris in a row at your place. And in case not, just do one. And then the other leg. Okay, oh, vor. Maigiri und wir stellen ab. Ja? Ihr seht, mein Körper bewegt sich nur ganz wenig. Körper bleibt und vor Maigiri. Ja? Okay, hold Maigiri. Hold your body steady. Don't show what you have to do. Und Geli. Und Geli. Ja, und Geli. Okay. Und noch ein paar Usuki mehr. Ein paar Maigiri mehr. Maigiri. Und zwei, jawohl. Und noch einmal drei. Sehr gut. Okay. Wir machen Maigiri und stellen ab mit Usuki. Also, wir haben Maigiri. Und stellen ab mit Suki. Maigiri with Suki and both techniques are long range techniques. Ja? Zwei lange Techniken. Maigiri, Suki. Kamae und wieder. Mai, Suki. Kamae, Maigiri, Suki. Und Kamae. Gut. Davon machen wir jetzt noch ein paar mehr. Und dann brauchen wir nicht immer rückwärts zu laufen, sondern wir kriegen rückwärts noch eine Aufgabe. Mai Giri. Mai Suki Kamai. Mai Suki Kamai. Mai Suki Kamai. Okay. Und wir laufen rückwärts mit Oizuki, Urazuki, Haken. Und wir laufen rückwärts. Suki, Urazuki, Haken. Zurück. Oizuki, Urazuki, Haken. Ja? Und zurück. Oizuki, Urazuki, Haken. Okay. Maigiri Suki. Mai Suki. Maigiri Suki. Maigiri Suki. Zurück. Suki. Urazuki. Kagezuki. Zurück. Einmal, zwei, drei, zurück. Eins, zwei, drei, zurück. Eins, zwei, drei. Okay. Letzte Runde, Freunde. Last round. Maigiri Suki. Oh, komm. One, two. One, two. One, two. Okay. Wichtig. Ich zeige euch das im Profil. So, important. If you have your fighting stance and your fighting position and you're about to kick and give, don't show what you are doing with this for the kick, with this right before the kick, like that. Nothing happens. Ja? Nichts passiert. Wir stehen still und bitte schaut genau hin. Ja? Nichts passiert. Es kommt nur der Tritt. Gar nichts. Die Arme nicht, die Hände nicht. Nothing happens. Your body doesn't move in any additional way to enable the kick. You don't have to do that. Just stay, hold it steady and kick. So no one will see what's coming. It's kind of a shadow technique. Ja? So was wie eine Schattentechnik. Und jetzt kommt der Punkt. Wir stehen also hier. And now, the point is, after your Giri, you have switched your fighting position. And after the Giri, don't move your right hand for no reason other than the Suki. So, this hand is here, just watch this hand. This, and now throw it from here. Don't do anything else. Not like this,
or this, just throw your Suki out, like this. Okay, das ist die Idee. Keine Zusatzbewegung und raus mit dem Ding. Da stehen wir also nochmal Mike Iriosuki. Und Nummer 1, 2, hier. Nummer 2, 3. Und nochmal 4, 5. Ach, das sieht schön aus. I like that. Punching the camera. Okay, letzte Runde. Mike Iriosuki. Und 1, 2, hier. 3, 4. Und 5, 6. Sehr gut. Zurück, Suki. Und 1, Haken, Haken. Zurück, 2, 3, 4. Zurück, 1, 2, 3. Zurück, 1, 2, 3. Okay. Jetzt habe ich eine Idee. Ich habe ja gesagt, ich will so ein paar Sachen einfach spontan machen. Jetzt gerade hatte ich eine Idee, die ich jetzt mit euch live ausprobieren möchte. Und zwar werden wir eine für deutsche Erklärungen unübliche Art und Weise des Ushirogiris machen. So, ich sag unüblich, nicht falsch. Ich habe das in Amerika kennengelernt und ich glaube, dass es ganz gut helfen kann. Okay, wir machen also unsere Bewegung aus dem Rückwärtslaufen. So, I'm just winging it now. It just popped up a thought in my mind and I want to share this with you. It's about the Ushirogiri and the first move to make the kick possible. Okay. Nehmt euch mal Kampfhaltung ein. Hier steht ihr und wir laufen rückwärts. Mit dem Kisami oder Oizuki, wie wir es eben genannt haben. Die Hüfte kommt und jetzt drehen wir die Hüfte um für den Haken. So. Von hier aus ziehen wir jetzt den linken Fuß ran oder rum, dass wir von hinten treten können. Okay. I will show you my legs as well. Okay, I think this will do. Yeah, this will do. Okay. So. Wir laufen rückwärts. Also. Wir stehen. Laufen rückwärts. Für den Kisami. Für den Ura und für den Tsuki. Und jetzt soll unser Ushiro nach da. Dafür muss ich dieses Bein drehen. Und zwar nach da. Okay? After you hook, move your front leg in regards to the hook. Move it round and kick backwards. Ja? Okay. And again, same thing. Zurück. Haken. Noch ein Haken und jetzt ist es das Bein, das ihr drehen müsst. Daran. Und dann könnt ihr ganz super treten. Okay, got it? Then, let's do some more. Okay, rückwärts. Und 1, 2, 3 und 4. Ja. Sehr gut. Okay, and more. 1, 2, 3 and 4. The idea is that going back and bringing the hip in with the first hook, turn it around for the second hook, Kagezuki. And this movement is followed immediately for the next technique to bring this leg out in an easy way. Ja? Okay, ich mache das ein bisschen höher. Und jetzt haben wir schön was zum Spielen. Okay. Wir haben das rechte Bein vorne und laufen rückwärts. Mit dem Kisami, mit dem Ura, mit dem Kagi. Und jetzt ist das Bein, stellen das ran, machen da den Tritt und stehen direkt wieder bereit. Für, zurück, hoch, drauf, rum und Iri. Und wieder. Einmal, zwei, drei und vier. Sehr gut. Und 1, 2, 3 and 4. And again. 1, 2, 3 and 4. Ja. Ja. Wir machen das jetzt nochmal. Aber schaut mal, dass ihr nicht zu hoch tretet. Der Ushiro muss nur nach da. Also nicht höher.
Ushiro zum Bauch. Ushiro doesn't need to be higher than your belly. It's perfect. If it reaches your belly or your short ribs or something in this belt area. Okay, rückwärts. Einmal, zwei, drei. Und jetzt dreht euch und tretet den Tritt. Und noch einmal. Eins, zwei, drei und vier. Und steht. Eins, zwei, drei und vier. Hier. Nächster Hinweis. Next clue. For Shirogiri, don't lose your fighting position in your hands. I immediately noticed that I did it in the last turn. And this is not right. Okay. Verliert nicht eure Handhaltung beim Shirogiri. Nicht aufmachen. Hier sind wir. Zurück. Kompakt. 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 Und jetzt haltet die Haltung während des Tritts. Okay. Und dann haben wir ja noch ein anderes Bein, ne? Other leg. Left leg forward. Number one. Number two. Number three. Bring your right leg to the inside and be prepared for your kick. Like this. Okay. Und noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Und als ich eben gesagt habe, dass es für Deutsche eine fremde Erklärung sein könnte, meine ich das deshalb, weil wir das vordere Bein umsetzen. Denn ich habe bisher immer gelernt, dass es in Deutschland falsch ist, während andere Länder es so machen und wunderbar gut treten können. Also Leute, seid offen. Wenn es funktioniert und nicht euren Körper kaputt macht, dann sollte es erlaubt sein. Richtig und falsch ist nicht ein Dogma einer einzelnen Person, sondern sollte gemessen werden an, kann ich damit Kraft übertragen und mache ich damit mich oder meinen Körper langfristig kaputt? Wenn der erste Punkt ja ist und der zweite nein, dann muss ja sein die Antwort. Also ihr sollt es dann dürfen. Und nicht, es ist verboten, weil der Trainer es gut kann und ihr müsst es eben genauso lernen. Ihr denkt, also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Seid offen. Seid ein wenig kritikfähig oder ein bisschen streitfähig. Es lohnt sich. Denn wenn ein Tritt gut funktioniert, macht der Spaß. Okay, hoffentlich schicke ich euch jetzt nicht alle raus und ihr fangt Streit mit euren Trainern an. Aber diese zwei Punkte solltet ihr einfach für euch mitnehmen. Wenn ihr euch nicht selber Schaden zufügt oder schädigt über Jahre durch ein falsches Arbeiten und ihr gleichzeitig Kraft übertragen könnt, dann los. Dann macht die Techniken. Und deshalb die amerikanische Weise, so wie ich es in Amerika gelernt habe, einfach den vorderen Fuß umsetzen und furchtbar schießen. Okay, rückwärts. Und einmal, zwei, drei. Und jetzt ändere ich meine Position, um zu treten. Und noch einmal. One, two, three, and four. Gut. Und nochmal. One, two, three, and four. Ja. Super. Okay. Was haben wir noch? Wir hatten den Maigiri und den Ozuki. Again, back to Maigiri Ozuki. Okay. So, one and two. And what we're doing now is Yakuzuki. So again, long range technique followed by hammer long range technique. Okay? Again. So the Maigiri prepares the Ozuki. Okay, Mai. And so this can easily be delivered. Yakuzuki prepares the hammer. Okay? Two logical moves in an order. Der Maigiri bringt den Ozuki und der Yakuzuki bringt den Hammer. Der Yaku zieht den Körper schon mit nach vorne. Yakuzuki is pulling you forward to enable the hammer. Okay. Giri, Zuki, Yaku, Hammer. And the hammer is coming over the head. Der Hammer
kommt über den Kopf. Okay, komm Freunde, dann machen wir das nochmal. Mal geht es okay. 1, 2. Jacken drauf. Okay. Und nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Super. Gut. Und nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Und jetzt laufen wir wieder rückwärts mit den gleichen Techniken wie eben. Same techniques like before for the way back. 1, 2, 3 and 4. Okay, and back. And 1, 2, 3 and 4. Wonderful. Mageni Oizuki, Yakuzuki Hammer. 1, 2, 3, 4. Great. Backwards. 1, 2, 3, 4. And back. And 1, 2, 3, 4. Hey, ja. Aha. Sehr gut. Okay. Wir haben zwei Möglichkeiten auf dem Weg rückwärts. Wir haben zwei Möglichkeiten. Two options on our way back. You know, some guys call me the why man because I always ask myself, why is that? And then I search for answers. That's the reason for my books. I have Kata Bunkai Phenomenon. And possibly I'm the option man as well. Okay, also, vielleicht bin ich der Möglichkeitenmann, keine Ahnung. Also, wir laufen zurück. Haben Nummer 1, haben Nummer 2, haben Nummer 3. Und jetzt haben wir uns eben gedreht für den Ushiro gehen. Und dabei das Bein reingestellt und dann getreten. Jetzt stellen wir das linke Bein zusätzlich ran für Yokogiri. So we have two moves to make Yokogiri possible. Okay. From very, very, from the very back, so that you can see my legs. We are back. Zuki, Urazuki, Kagezuki. And now, 1, 2. And your heel is facing completely that way you want to kick. Ja? Wir sind also hier für den Kagezuki, stellen den Fuß ran und den dahinter, sodass die Ferse genau nach da zeigt, wo wir hinwollen. Und jetzt hebe ich mein Bein hoch und kann ganz einfach den Tritt machen. Das ist die Idee. Okay. Und jetzt stehen wir auch gleich mit dem anderen Bein vorne. So you see, having the other leg forward, so we can change sides easily. So, Kesami, Ura, Kagi. Bring your right front leg in, just as you were up for Ushiro Giri. And now, bring your back leg forward with your heel. And now you can easily kick with Yoku Giri. Okay, that brings up another thought in my mind. Oh, creative day today. Okay, Kizami Uratsuki Kagezuki. One move, second move, kick. Yeah? To make it easy for you, the same side as has done the Kagezuki. Die gleiche Seite, die den Kagezuki schlägt, hat auch gleich den Yokogiri für nach vorne. Und zurück. Und Kisami, Ura, Kagi. Vorderes Bein an, hinteres Bein vor und Yokogiri vorne. Okay, und noch einmal. 1, 2, 3. Step 1, Step 2, Kick. Gut. Und zurück. 1, 2, 3. Step, Step, Kick. Okay, got it? Da bin ich nachher mal richtig gespannt auf eure Kommentare, was ihr von den Beinen haltet. Heute wollte ich Beine machen mit euch. Also, ich wollte euch Beine machen. In German, I want to make your legs. This is not... you can't translate this, I think. Okay, da sind wir also. Laufen vorwärts mit Maigiri Oizuki. Vor Maigiri Oizuki. Yaku Hammer. Okay. Rückwärts. Zuki, Urazuki, Kagezuki,
reinsteppen, nachsteppen, Yoko. Gut, und zurück. Und 1, 2, 3, ran und das war nur Shirogiri. Und noch einmal, rückwärts. Und 1, 2, 3, ran und Kick. Jawohl, und zurück. 1, 2, 3, ran und Yoko. Sehr gut. Und zurück. 1, 2, 3, ran und Yoko. Und nochmal. 1, 2, 3, ran und Yoko. Super. Sehr schön. Okay. Da haben wir doch schon wieder was zu spielen. Aber wir sind hier immer noch nicht fertig. So, wir sind hier. Vorwärtsrichtung. Maegiri. Mit Tsuki. Mit Hammer. Mit Yaku. Mit Hammer. Und jetzt geht's los. Uratsuki. Empi. Greifen. Greifen. Hitsagiri. Okay? Wir sind wieder bereit. Maegiri. Oizuki. Yaku. Hammer. Uratsuki. It's just to show you. It's nur damit ihr es seht. Und Empi. Greifen. Hitsagiri. Kama. Okay? Mai. 1. Tsuki. Yaku. Hammer. Uratsuki, Empi, Hitsagiri. Und nur, dass das alle klar, für alle klar ist, das ist Kihon. Das ist Grundschule. Wir üben einzelne Techniken und jeder kann sie perfekt sauber machen oder wir können sie auch einfach nur durchlaufen lassen. Ja? Nächste Runde. Mai, Tsuki, Yaku, Hammer, Ura, Empi, Hitsagiri. Und für die von euch, die weniger Platz haben, das ist auch auf einem Quadratmeter möglich. Ne? In case you haven't that much space that I luckily have, this is easily to be done on one square meter. So, you can do that here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And so, approximately one square meter. So, you can do that. Okay. Kommt, Freunde, wir machen davon noch ein paar, bevor wir jetzt gleich uns wieder mehr um die Rückseite kümmern. Und vorwärts. Geri, Tsuki, Yaku, Hammer, Ura, Empi und vor Hitsagiri. Ja. Und noch einmal. Mai, Tsuki, Geri, ja. Und unten, gleich. Und wieder hinterher. Hm? If you want to have some contact feeling, you can bring your Uratsuki to your open hand as well as the empty and your knee. And so you have some feeling of getting touched. Getting touched. Okay, again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7. Nice. Okay. Letzte Mal. Und komm. Mein, Yaku, das, Hammer, Ura, Empi und wieder vor. Ja. Gut. Dann waren wir auf unserem Rückweg. Okay. Auf dem Rückweg, going backwards, with Tsuki and Uratsuki, followed by Kagetsuki, we can do this technique. We had bring the front leg in for Ushiro. For Ushirogi. We had this front leg in, back leg for preparation, and then Yokogi. And for those of you who likes it, it's not a self-defense topic now, but I think it's fun to do if you like. And if you don't, just do one of the both other techniques. Okay, we are here. Go back for 1, 2, 3. And now bring your leg in and throw your
leg around in roundhouse kick. Okay. On. 1, 2, 3, 4, and 5. And again. 1, 2, 3, 5. Yeah, 3, 5, you know. Okay. Und zurück. Einmal, 2, 3, 4. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4. Yeah. And there's no need to touch and go back. Just do a 360. Just turn your leg around. Okay? And don't hurt yourself and don't kick any glasses or vases or something like that from a shelf. In case you do, it was not my idea, it wasn't me. War nicht meine Idee, wenn ihr irgendwas vom Regal schießt, ja? Okay, dann lasst uns das mal spielen. Wir laufen rückwärts. Und einmal, 2, 3, dreht euch rum und nehmt euer Bein mit. Und jetzt können wir sofort, damit wir einen Seitenwechsel haben, mit dem Kisami rückwärts laufen. 2, 3, und jetzt habe ich doch keinen Seitenwechsel. Und ziehen das Ding durch. Ja, okay, und rückwärts. Kisami, Ura, Kagesuki und bringt euer Bein rum. Und wieder rückwärts. Und 1, 2, 3 und 4. Ja. Okay, rückwärts. 1, 2, 3, 4. Und rückwärts. 1, 2, 3, 4. Und noch einmal. Und 1, 2, 3, 4. Ja. Okay, Freunde. Wir haben noch 5 Minuten. 5 more minutes to go. And now we want to bring both in a drill, in one combination. So we do everything forward, go backwards, and you choose between Ushirogeri with the right preparation, Yokugeri as well with the right preparation, or Ushiro Uwamarashigeri. And it's completely up to you. On the way forward, we are doing all the same. And on the way backward, you have 3 options and just have to choose what you like the most. Okay, Freunde, in Deutsch geht das immer schneller als in meiner Heimatsprache. Vorwärts machen wir alle das Gleiche, nämlich das, was wir eben hatten. Und auf dem Rückweg könnt ihr aussuchen, was wir gerade hatten. Also, Ushirogeri, Yokogeri oder Ushiro Uwamarashigeri. Seht ihr, geht doch. Okay, das ist unsere Idee. Und los geht's. Vorwärts. Mai, Suki, Yaku, Hammer, Ura, Empi, Pizza. Und wir laufen rückwärts. Und einmal, 2, 3, ja. Und der Yoko ist da. Gut. Und dann müssen wir aber wieder zurück, damit wir wieder neu überlegen können. Überlegt euch schon jetzt, was ihr gleich für einen Kick wollt. Die Vorderseite, der Weg vorwärts ist klar. Und vor, Geri, Suki, Yaku, Hammer, Ura, Empi, Hitze. Und zurück. Und einmal, 2, 3, ja. Und wieder hoch. Sehr schön. Wir machen bitte ab jetzt immer einmal vorwärts und dreimal rückwärts. So habt ihr die Chance, alle 3 Möglichkeiten zu probieren. Oder eine dreimal zu machen. Das liegt ganz allein bei euch. So, we are going forward with one combination and 3 times back. And you have to choose, or you can choose, do 1 3 times, or 1 time each, or as you like. Okay, sind wir bereit? Vorwärts. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und rückwärts. 1, 2, 3. Ja. Und rückwärts. Und 1, 2, 3. Schön. Ja. Und noch einmal zurück. 1, 2, 3. Ja. Ja. Super! Ich weiß ja nicht, wie ihr euch fühlt, aber ich habe Spaß. I like that. Okay, kommen wir nochmal.
Gold, but I denied this. Denied, declined, you know, I didn't talk. Okay, kommt, wir haben was dazu. Und vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Super, rückwärts. 1, 2, 3, ja, und vor, back. Da sind wir, rückwärts. 1, 2, 3, schön und rum. Ja, und nochmal. 1, 2, 3 und Joko. Super. Okay, komm, davon machen wir noch ein paar. Ich hab Lust. Ich stelle mich mal quer. Okay. Und vor. Maige, Zuki, Yaku, Hammer, Ura, Yaku und Hitze. Und rückwärts. Und Kisan, Ura, Kagezuki und rum für den Geri. Und wieder rückwärts. Und 1, 2, 3, macht euch bereit. Yoko. Und rückwärts. 1, 2, 3, macht euch bereit. Ushiro. Jawohl. Komm, wir gehen noch ein paar. Und jeder für sich. 2 Minuten. Und ich mache 1 Minute mit. Okay. Ich schaue hier immer auf die Uhr gleichzeitig. Lasst es laufen, Freunde. Hey, lasst mir meins. So, ich habe mich gerade nicht konzentriert. Sorry. Okay. Ja, voll. Yummy. So, ich hole dich mal wieder hoch. Das ist zu viel. So, 45 Minuten sind schon wieder um. 45 minutes are already over. In fact, 40, because of a little introduction and now a little bit goodbye. Thank you for your time again. I hope you are not disappointed because of some kihon moving forward and backward. But what I wanted to share today is that even a certain dojo or a certain style has a fixed syllabus where techniques are written down or given, and you have to do those techniques. You are free. You are completely free to train these techniques exactly that way that it is written, or to change the structure in training so that you are not doing the same techniques, the same combination day by day by day. So vary it. Dare to do it. Huh? Funakoshi said, you don't have to change the kata, but in application, the different meaning, you know, you have to do this. So, I remember last training I had the same struggle with this explanation. I have to look that up, how it, what's called, how to say this in English.
Dare to change things. Dare to think and to try new things. And ask yourself if you do a little, and you have to be a little bit advanced for this, sure. If you do a little adjustment on that, what you have done before, and you adjust a little bit and see if it gets better for you, personally you, then you can reach the next step. This is part of Shuhari, that you dare to develop things. This is what I wanted to do today. To do Kihon, but in a different way, so that it is fun, that you exactly know what we are doing and why we are doing it. It was about bridging distances. We had long distances and bridging techniques and close range techniques. Yeah? So, friends, please write comments. Subscribe to the YouTube Karate Praxis channel and stay tuned. Go to the Karate Praxis website, see what new plans are there. There will be several upcoming seminars. I'm just planning very interesting seminars for 2021, since in case this COVID stuff allows us to do so, we will have very interesting seminars this year as well. But I'm planning for 2021, and I really hope you do too, because it's you that allows us to teach seminars. And on all my seminars, regardless where I am, if a seminar can't take place and you have paid for it, you will get your money back. But it is up to you to register to the seminars, to make those seminars possible. If no one registers, seminar won't take place. If you register and there are enough people have booked for the seminar, it will take place unless the government avoids it. So let's plan the future now. Go on my website, Karate Praxis. See what options are there and register for your space now, soon, so that we can plan forward. Let's do so, and if you have to cancel, I promise you will get your money back. For my seminars, you know. Okay, Freunde, das Ganze noch schnell in Deutsch. Was ich heute tun wollte, ist, ich wollte zeigen, dass Grundschule nicht immer das gleiche sein muss, wie es in einem Prüfungsprogramm steht. Wir können und müssen natürlich ein Prüfungsprogramm haben, um eine Prüfung zu machen, um sie dann auch vorbereitet zu bestehen. Aber innerhalb des Trainings, in der Langzeitvorbereitung, variiert euer Prüfungsprogramm. Stellt die Techniken zusammen, macht aus Einzelkombinationen Mehrfachkombinationen, macht sie vorwärts und rückwärts, spielt mit den Techniken. Und ich wollte heute euch zeigen, dass Grundschule Spaß machen kann. Und dass Grundschule innerhalb eines Einzeltrainingstages durchaus ein Thema haben kann. Und nicht, wir machen das Prüfungsprogramm zum x-ten Q oder Dan, sondern wir machen aus dem Prüfungsprogramm zum Gürtel XY diese Techniken, weil sie haben ein Thema. Und unser Thema heute war Überbrückung, Distanzüberbrückung. Deswegen haben wir lange Techniken, Maigiri, Osogi, als Einstieg gehabt. Haben Brückentechniken gehabt mit diesen Sachen. Und sind dann in die Nahdistanz gegangen und haben weitergespielt. Deswegen wollte ich euch zeigen, Grundschule kann durchaus toll sein. Und für mich heißt Kihon nicht fünfmal vorwärts, fünfmal rückwärts, sondern Kihon heißt Grundlage. Und damit ist in meinem Kopf alles möglich. Weil ich Grundlagen trainieren kann mit Partner, mit Praxe am Samstag. Ich kann sie alleine üben. Ich kann immer Grundlagen trainieren. So, letzter Punkt. Und der ist mir noch ganz besonders wichtig. Ich werde nachher noch ein losgelöstes Video dazu veröffentlichen. Weil, Freunde, wir müssen die Zukunft planen. Corona lässt nicht alles zu im Moment. Und von daher sind wir nicht ganz sicher. Ich habe heute wieder im Radio gehört, dass die Deutschen nicht wissen, wohin sie in Urlaub gehen. Und genauso ist es mit den Karate-Lehrgängen auch. Viele Dojos, ich habe von vielen Dojos gehört im Ausland, die für immer geschlossen haben.
Und genauso ist es mit Seminaren. Seminare finden im Moment nicht statt, weil es zurzeit aufgrund von Einschränkungen nicht möglich ist. Aber es gibt Seminare im Juli, im August, im September, im Dezember und nächstes Jahr. Lasst uns für diese Seminare planen und uns darauf freuen und uns jetzt anmelden. Denn wenn wir uns jetzt anmelden, also jeder von uns guckt, zu wem ihr auch immer gehen möchtet, zu welchem Trainer auch immer, bei meinen Karate-Praxis-Seminaren ist das Versprechen da, meldet euch an. Und wenn der Lehrgang, das Seminar stattfindet, haben wir alle Spaß. Findet es nicht statt, bekommt ihr euer gezahltes Geld zu 100% zurück. Aber nur wenn wir uns anmelden, gibt es genug Leute, damit wir überhaupt das Seminar, den Lehrgang starten können. Deswegen, bitte, schaut nach, zu wem ihr auch immer gehen wollt. Klärt ab, ob ihr, wenn ihr vorher bezahlt, eure Gelder zurückbekommt. Und wenn das ein Ja ist, meldet euch an. Lasst uns gemeinsam die Zukunft planen, denn es liegt an uns, die Plätze auf den Seminaren für zukünftige Lehrgänge zu buchen, zu belegen, dafür, dass sie stattfinden können. In der Zukunft statt. Freunde, bitte, geht auf die Karate-Praxis-Webseite, schaut nach, es gibt tolle Lehrgänge, die da kommen. Ich werde im August in Leck an der Nordseeküste, ganz oben vor der dänischen Grenze sein. Ich werde im September, zweites Wochenende, in Brügge sein. Beides sind Lehrgänge, zu denen man sich vorher anmelden muss. Bitte tut das. Lasst uns dort treffen. Wenn diese Lehrgänge abgesagt werden, verspreche ich, gibt es das Geld zurück. Und für nächstes Jahr habe ich gleich mehrere großartige Lehrgangskombinationen in Vorbereitung. Ich kann noch nichts sagen, aber es werden tolle Sachen sein. Und bitte haltet die Karate-Praxis-Seite im Auge, dann kriegt ihr zu gegebener Zeit Informationen. Bitte schreibt Kommentare, sagt mir, wie es euch gefallen hat. Liked und teilt dieses Video und abonniert den Karate-Praxis-YouTube-Kalender. Ich werde jetzt gleich noch ein kurzes Video hinterher schicken, das dann eben nur diese Aussage des Finales hier beinhaltet. Weil Leute, wir müssen die Zukunft in die Hände nehmen. Und wir sind ein Teil davon zu planen, dass wieder Karate-Lehrgänge stattfinden. Dankeschön und bleibt gesund. Bis bald.